Unvermutet, rätselhaft und tödlich. Anfang der 80er. AIDS erschüttert Deutschland, wird Volksangst Nummer 1. Die Pest der Neuzeit. Die Seuche AIDS. Eine Krankheit, die sich mitten in die Gesellschaft frisst, ganze Freundeskreise verwüstet. Es war wie wenn sich ein Loch aufgetan hätte und einfach die Hälfte aller Menschen, die man so kannte, waren plötzlich weg. Die Medizin hat auf AIDS keine Antwort. Es war eine Zeit, wo plötzlich eine Krankheit da war, die uns umbringt und mit der wir nicht fertig werden können. Ein Sündenbock war sofort gefunden, die Schwulen. Konservative erklären AIDS zur Strafe Gottes für Homosexuelle. Abscheu statt Mitgefühl. Wenn Ihr Sohn denn schwul wäre, was würden Sie machen? Der schlägt kaputt. Weil ich sowas nicht leiden kann. Das ist nicht natürlich. Sehr viele sagten, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und von wegen aus einem Glas trinken und so weiter, dass man sich da infizieren oder allein schon das Haus zu betreten. Anfangs weiß weltweit kaum einer etwas über das Virus und wie es übertragen wird. In Deutschland wollen Politiker AIDS-Kranke internieren. In Bayern bestimmt der Politiker Peter Gauweiler den Ton der Debatte. Sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Doch Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth stellt sich gegen die Ausgrenzung von HIV-Infizierten. Sie sagt, die Krankheit geht alle an. Ihre Waffen gegen AIDS? Aufklärung und Kondome. Tina, was kosten die Kondome? Wie kann eine weibliche Ministerin und dann noch eine katholische den Menschen sagen, es geht nicht ohne Kondome? AIDS hat uns alle, unsere Beziehungen, unseren Sex, unser Leben dramatisch beeinflusst. Und obwohl man HIV heute weitgehend in Schach halten kann, bleibt die Angst von damals. Ich bin Wolf-Christian Ulrich und ich frage mich, wie war das, als Deutschland den Kampf gegen AIDS beginnt? Im Juli 1982 stellt sich hier an der Uniklinik in Frankfurt ein Mann mit einer schweren Lungenentzündung vor. Es ist der erste Patient in der Bundesrepublik, bei dem AIDS diagnostiziert wird. Und es ist der Beginn einer Tragödie, die bis heute 28.000 Menschen in Deutschland das Leben gekostet hat. Noch immer werden HIV-Positive aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Ich treffe in diesem Film Menschen, die in einer Zeit gegen AIDS gekämpft haben, als dieser Kampf noch aussichtslos schien. In Hamburg, St. Georg, bin ich mit Ian Parrington verabredet. Seit 1983 ist er HIV-positiv. Er ist einer der wenigen aus dieser Zeit, die nach dieser Diagnose überlebt haben. Ja. Ich bin Christian Ulrich. Ja, ich bin Ian. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Aber sie wird sehr schnell. Auch Ian Parringtons Lebensgefährte Sven Möller bekommt 1983 die Diagnose HIV-positiv. Er stirbt 4 Jahre später an AIDS. Ian Parrington kämpft erst in den 90ern mit gesundheitlichen Problemen, muss deshalb auch seinen Job aufgeben. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal von AIDS gehört hast? Ja, so 81 eigentlich. Da hatten wir mal Kontakt zu Freunden in Amerika und die sagten damals schon, dass da so merkwürdige Krankheitsfälle aufgetreten sind, wo Leute ja so an Lungenentzündungen ganz plötzlich gestorben sind. 1981 kommen in Los Angeles 5 junge, schwule Männer mit ungewöhnlichen Infektionen und Lungenentzündungen ins Krankenhaus. Die Ärzte stellen fest, dass ihr Immunsystem zusammengebrochen ist. Als das Phänomen in New York und San Francisco immer mehr Schwule trifft, bekommt das Krankheitsbild den Namen GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Hast du das mit dir selber in Verbindung gebracht? Nee, damals eigentlich nicht. Nein, nein, nein. Das war irgendwie also, weit weg? Das war weit weg. Und man hat ja manchmal so das Gefühl, ja, da ist ein riesen Kanal dazwischen und das kommt hier schon nicht her. Ne? Doch schon ein Jahr später tauchen in Deutschland erste AIDS-Fälle auf.
Die Krankheit gibt Rätsel auf. Noch weiß man nicht, wer sich wie anstecken kann. Eine Zeit der Ahnungslosigkeit. Klar schien nur, diese Krankheit ist entsetzlich und sie betrifft vor allem schwule Männer. Die Medien stürzen sich auf die Bilder der sterbenden AIDS-Kranken. Dass alle, auch Heterosexuelle, gefährdet sind, ist den meisten nicht klar. Es war schon beängstigend, weil die Fälle sich immer mehr häuften da auch, nicht? Und also man wusste einfach nichts. Man stand da im Grunde genommen in so einem riesen Gewusel von irgendwelchen Informationen und Nachrichten und so weiter und wusste einfach nicht, was man da richtig mit anfangen sollte. Bald weiß man, dass sich die Krankheit durch Sexualkontakte und Blut verbreitet. Als sie auch bei Drogenabhängigen und Blutern auftritt, einigt man sich 1982 auf den Namen Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes Immundefektsyndrom. Die Abkürzung AIDS hat sich seitdem in unsere Köpfe eingebrannt. Erst 1983 entdecken Forscher das HI-Virus, das humane Immunschwächevirus, als Auslöser von AIDS. Bald vermuten Experten, dass der Erreger von Affen abstammt. Viele Jahre später bestätigt sich, das Virus wird Anfang des 20. Jahrhunderts in Kamerun von Affen auf den Menschen übertragen. Von dort aus lässt sich AIDS nach Haiti und später in die USA verfolgen. In Berlin treffe ich Dietmar Schranz. Der Arzt hat eine HIV-Spezialpraxis. In den 80ern erlebt er als Medizinstudent, wie die ersten Menschen qualvoll an AIDS sterben, ohne dass die Ärzte etwas ausrichten können. Können Sie beschreiben, was das damals für jemanden bedeutet hat, diese Diagnose zu bekommen? Das war ein Todesurteil. Das wurde von den Leuten auch als Todesurteil so aufgenommen. Und es war ja auch so, die durchschnittliche Überlebenszeit waren 1,5 Jahre vom Ausbruch. Und das war dramatisch. Es war einfach, man konnte ja nichts machen. Es war nicht behandelbar. Und die Menschen hatten ein schreckliches Schicksal zu erwarten. Tausende kerngesunde junge Männer werden innerhalb kürzester Zeit dahingerafft. Erst zerstört das Virus unbemerkt ihr Immunsystem, dann kämpfen sie plötzlich gegen Lungenentzündungen, gegen Lähmungen, gegen lebensbedrohliche Entzündungen im Gehirn oder im Darm. So ging nach und nach eine Fähigkeit nach der anderen kaputt und zuletzt war es dann meistens ein sehr schwerer Tod, den sie gestorben sind. Viele Männer haben sich in der Zeit auch suizidiert, weil sie diesen Tod nicht haben wollten. Von Anfang an gilt AIDS als die sichtbare Krankheit der anderen, der Schwulen, der Drogenabhängigen. Denn AIDS-Kranke bekommen oft eine Krebsart, die sich durch Tumore auch auf der Haut äußert, das Kaposi-Sarkom. In den 80ern war das so das Bild des AIDS-Kranken. Für die Menschen war das damals furchtbar. Ja, wenn man dann einen blau-braun-violetten Fleck auf der Nase hat und jeder sieht, da stimmt irgendwas nicht, das war ganz, ganz schrecklich. In der schwulen Gemeinde greift die Angst vor AIDS um sich. Dabei ist das Lebensgefühl für Schwule damals ohnehin schon alles andere als unbeschwert. Denn Homophobie gehört im Deutschland der 80er größtenteils zum guten Ton. Die Bundesrepublik entschärft erst 1969 den berüchtigten Paragraphen 175, der sogenannte Unzucht unter Männern unter Strafe gestellt hatte. Schwule kämpfen jetzt öffentlich für Sichtbarkeit und Akzeptanz. AIDS wird da ein herber Rückschlag. Wieder erleben sie öffentliche Ablehnung, getarnt als Angst vor der Krankheit. Diese gesellschaftliche Leichtigkeit, die war irgendwie weg. Jetzt werden wir stigmatisiert, jetzt sind wir die Sündenböcke, jetzt kann das alles zurückschlagen. Man schwebte ständig so in dieser Angst, irgendwie Schaden anzurichten durch diese Infektion. Also, dass man die Schwulen als Überträger für eine Volkskrankheit ausmachen könnte. Als das HI-Virus als Auslöser der Krankheit AIDS bekannt wird, lässt sich Ian Parringtons Lebensgefährte testen.
Er will wissen, ob auch er das Virus hat. Das war an seinem Geburtstag, wo er nach Hause kam und sagte, er wäre HIV-positiv. Und er müsste jetzt sterben. Als er das zu dir gesagt hat, was ist da in dir vorgegangen? Da habe ich so für mich gedacht, so jetzt musst du also alle Kräfte bündeln und für ihn da sein. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Lebensgefährte nicht nur infiziert, die Krankheit ist schon ausgebrochen. Ian Parrington beschließt, selbst auch einen Test zu machen. Der Test damals, der war positiv, aber ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich positiv war. Denn ich habe also überhaupt keine Symptome gehabt, auch keine entwickelt. Und das kam erst sehr, sehr viel später, als ich einen Zusammenbruch hatte. Das war in den 90ern erst. Viele HIV-Tests liefern damals falsche Ergebnisse, lassen die Menschen verunsichert zurück. Ian Parrington fühlt sich Anfang der 80er gesund und versucht, die Diagnose zu ignorieren. Er will für seinen Partner da sein. Lungenentzündungen und so weiter, das kriegt er ja alles schon. Und da wusste ich, das geht da jetzt voll los. Und deshalb habe ich dann für mich gesagt, nein, das darfst du jetzt nicht, du musst dich jetzt um ihn kümmern. Für seinen kranken Lebensgefährten gibt es in dieser Zeit keinerlei medizinische Hilfe. Mitte der 80er sind in der Bundesrepublik schon 240 Menschen an den Folgen von AIDS gestorben. Etwa 17.000 sind mit dem Virus infiziert. 1985 wird Rita Süssmuth Bundesgesundheitsministerin. Ich schwöre, so wahr mir Gott hilft. Sie will sich eigentlich einen Namen als Frauenministerin machen und wird stattdessen mit der neuen, sich schnell ausbreitenden und unheilbaren Krankheit konfrontiert. Im Kabinett Kohl ist die Newcomerin Süssmuth plötzlich die Verantwortliche dafür, wie Deutschland politisch mit AIDS umgeht. Konflikte scheut sie dabei nicht. In Düsseldorf erzählt sie heute, wie wenig selbst die Bundesregierung damals über AIDS wusste. Als ich im September 85 mein Amt übernahm, wusste ich nicht, mit welcher Mächtigkeit und welcher Sturmartigkeit dieses Thema auf mich als Hauptthema zukam. Ich dachte, hoffentlich hast du im Ministerium hinreichend Personen, die hier informiert sind, und musste ja dann feststellen, wir alle waren nicht informiert. Es gab vielleicht 3 maßgebliche Forscher auf der Welt. Auch die Ärzteschaft war nicht informiert. In Deutschland ist die Stimmung in den Krankenhäusern Mitte der 80er geprägt von Angst vor der unheilbaren Krankheit. Viele Schwestern und Pfleger fürchten, sich an infizierten Patienten anzustecken, behandeln AIDS-Patienten wie Aussätzige. Gab es da Berührungsängste von den Ärztinnen und Ärzten deinem Freund gegenüber? Ja. Also wir waren im Grunde genommen verloren hier in Hamburg. Also wir kriegten keine medizinische Unterstützung. Wir wurden aus den Krankenhäusern rausgeschmissen. Ärzte wollten uns nicht behandeln. Und mein Partner damals, der hatte über 40 Fieber auf einmal und ich wusste nicht wohin. Da habe ich gedacht, so jetzt fährst du mit ihm ins UKE. Da sind wir rausgeschmissen worden. Die Schwestern konnten das psychisch auch nicht ertragen, weil die Leute wurden da eingeliefert und ja, in wenigen Tagen waren sie dann tot. Die Krankheit quält ihre Opfer und überfordert das ganze Land. Alle fürchten sich vor Ansteckung, Homo wie Heterosexuelle. Niemand weiß, mit der Krankheit umzugehen. Aus Unwissenheit wird Hysterie in der Gesellschaft. Denn die hatte große Ängste. Wo liegen die Gefahren der Ansteckung? Was kann ich überhaupt noch tun? Und was darf ich nicht mehr tun? Spätestens seit klar ist, dass das Virus auch beim Heterosex oder durch Blutkonserven übertragen werden kann, fühlt sich niemand mehr vor AIDS sicher. Im Alltag lauern überall vermeintliche Gefahren. Beim Zahnarzt oder im Schwimmbad. Doch vor allem schwulen Männern schlägt Misstrauen entgegen. Es war das Gefühl, die verhalten sich sowieso nie verantwortlich. Das können die gar nicht. Das waren Außenseiter der Gesellschaft. Wenn Ihr Sohn denn schwul wäre, was würden Sie machen? Der schlägt kaputt. Warum sagten Sie eben Schweinereien? Weil ich sowas nicht leiden kann. Das ist nicht natürlich. An der üblen Stimmungsmache beteiligen sich auch Politiker.
Es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, nicht der contra deum, sondern auch contra naturum, also naturwidrig und im Grunde in ein krankhaftes Verhalten hineingeht. All das sorgt dafür, dass viele Schwulen buchstäblich nicht zu nahe kommen wollen. Sehr viele sagten, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und von wegen aus einem Glas trinken und so weiter, dass man sich da infizieren. Solche Sachen habe ich da also am Anfang, also in den 80ern damals, ständig erlebt. Ja, ja, ja. Oder allein schon das Haus zu betreten und so, ne? Und, oder Hände zu schütteln. Ein winzig kleines Virus terrorisiert die Welt. Angst und Schrecken. Die Seuche AIDS. Die Pest der Neuzeit. Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS. Die Stimmung wird von manchen Medien unterstützt. Vor allem ein Magazin aus Hamburg geht in den 80ern steil. Ausgerechnet der als liberal geltende Spiegel. Schon im Juni 83 schreckt eine alarmistische Titelstory die Öffentlichkeit auf. Sensationsheischend zeichnet der Spiegel auch in der Folge immer wieder Schreckensbilder einer neuen Pest, warnt vor der größten Gesundheitskatastrophe in der Geschichte der Menschheit. Ich habe den Spiegel mitgebracht vom 6. Juni wow. 1983. Wahnsinn. Ja, da spüre ich die Angst noch im Nacken, wenn ich den sehe. Wirklich, ja? Ja, da geht es um mich. Tödliche Seuche, AIDS. Seuche ist wirklich was Bedrohliches. Es gab immer noch diese Strafe Gottes Theorie. Da ging es um diesen Stempel, um diese Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe, unabhängig von Risiken oder sonst was, sondern quasi ihr seid schwul, damit seid ihr die Gefahr und wir müssen uns überlegen, ob wir euch haben oder ausgrenzen wollen, loshaben wollen. Wie hast du die Berichterstattung des Spiegel gesehen in der Zeit? Also die habe ich nur zum Kotzen gefunden. Ja, ja, also weil das doch immer in eine Richtung ging. Das waren immer die bösen Schwulen. Mitte der 80er spricht sich mehr als jeder dritte Westdeutsche für eine Isolierung AIDS-Kranker aus. Rita Süssmuth, die katholische Christdemokratin, hält jedoch dagegen. Ihr Motto, die Krankheit bekämpfen, nicht die Kranken. Dafür sucht sie früh den Schulterschluss mit Selbsthilfegruppen, den neu gegründeten AIDS-Hilfen. Die können sowas nicht nur staatlich regeln. Dann festgestellt, die AIDS-Hilfen, weil sie mit den Betroffenen am meisten zu tun hatten, waren die informiertesten. Schon 1983 werden erste regionale AIDS-Hilfen und die Deutsche AIDS-Hilfe gegründet. Unzählige ehrenamtliche Helfer leisten Aufklärungsarbeit, beraten und begleiten Menschen mit HIV und AIDS. Welche Bedeutung hatten für euch damals in der Community und dann auch als Betroffene die AIDS-Hilfen? Ja, das waren also die einzigen Anlaufstellen, wo wir eben unter uns waren und wo wir auch wussten, dass wir da auch Hilfe bekommen. Das andere ist, dass sie den Betroffenen eine Sprache gegeben haben, gezeigt haben, wir sind da und wir wollen das, was passiert. Wir wollen neue Medikamente und wir wollen in dieser Gesellschaft auch akzeptiert werden. Rita Süssmuth will nicht wegen AIDS ausgrenzen, sondern über AIDS aufklären, und zwar die gesamte Bevölkerung. Eine Broschüre, die an alle Haushalte verschickt wird, klärt auf, wie man sich mit dem Virus infiziert, aber auch, wo keine Gefahr lauert. Außerdem startet die Regierung eine millionenschwere Präventionskampagne. Ihr Slogan, gib AIDS keine Chance, wird zum Markenzeichen. Gegen Widerstände in ihrer Partei und der katholischen Kirche propagiert Süssmuth Kondome beim Sex. Was hat Sie persönlich angetrieben zu sagen, ich bin in der CDU, ich bin katholisch und trotzdem ist das Kondom ein ganz, ganz wichtiger Weg und ich setze mich mit meinem ganzen politischen Kapital dafür ein? Ich muss Ihnen sagen, ich brauchte niemanden anzutreiben. Das war meine Grundüberzeugung. Tina, was kosten die Kondome? In den 80er Jahren über Kondome zu sprechen, glich ja fast einem Skandal. Ja, das war ein Skandal. Wie kann eine weibliche Ministerin und dann noch eine katholische Kondome als Schutz nicht nur empfehlen, sondern den Menschen sagen, es geht nicht ohne Kondome. Da war ich natürlich in der härtesten Kritik.
Ich musste aber Eigenverantwortung bei den Menschen erhöhen. Süssmuth sagt, jeder ist für sich und den Schutz seines Nächsten verantwortlich. Sie will den Bürgern das Vertrauen des Staates schenken und ist überzeugt, dass ohne Eigenverantwortlichkeit kein Staat der Welt, auch nicht die Bundesrepublik, AIDS wirksam bekämpfen kann. Doch für diese Politik steht sie unter Druck. Der Vorwurf, sie habe die Kranken stärker im Blick als die Gesunden. Es gilt, eine verängstigte Republik zu beruhigen. Auch in der Union findet Süssmuth mit ihrer Linie gegen AIDS nicht nur Unterstützer. Glauben Sie nicht, dass ich am Anfang die Stimme war, der das meiste Gehör gegeben wurde? Waren andere. Zunächst war die Meinungsführerschaft bei Gauweiler. Peter Gauweiler, Süssmuths größter Konkurrent. Der Staatssekretär im bayerischen Innenministerium ruft nach einem starken Staat im Kampf gegen AIDS. Unter dem CSU-Politiker fährt Bayern seine eigene, harte Linie in der AIDS-Prävention. Die bayerische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Gauweiler will AIDS mit dem Bundesseuchengesetz begegnen. 1987 beschließt Bayern deshalb einen Maßnahmenkatalog, darin enthalten Zwangstest für Angehörige sogenannter Risikogruppen, zur Not mit Hilfe der Polizei, eine namentliche Meldepflicht für Infizierte, gerichtlich angeordnete Absonderungen, meint, AIDS-Kranke sollen in Quarantäne. Absonderungen finden statt in Krankenhäusern oder therapeutischen Einrichtungen. Die Absonderung erfolgt auf Zeit. Er wollte die AIDS-Infektion bekämpfen mit dem Seuchengesetz. Und ich war eine Gegnerin der einseitigen Ausrichtung auf das Seuchengesetz. Sondern es ging mir um die Menschen. Rita Süssmuth hat den Auftrag von Kohl, sich in Sachen AIDS nicht mit der Schwesterpartei anzulegen. Doch letzten Endes kann sie den Kanzler von ihrer Linie der Aufklärung und Prävention überzeugen. Wir müssen entschieden handeln, aber auch ruhig und überlegen handeln. Es hat keinen Sinn, jetzt in Panik auszubrechen. Wir brauchen hier eine nationale Zusammenarbeit. Es ist kein Grund zum Profilieren. Doch Gauweiler hat ein Ziel vor Augen. Er will AIDS ausrotten. Um Neuansteckungen zu verhindern, sollen Szenetreffs wie Darkrooms und Männersaunas schließen. Sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Was Sie praktizieren, ist Schokolade für Zuckerkranke. Und das hat noch nie genützt. Wie haben Sie den damals gesehen? Damals habe ich ihn als Hetzer und als große Bedrohung erlebt. Der Gauweiler war das absolute Feindbild der Schwulenszene. Es gab natürlich auch Angst und die Sorge, hoffentlich findet der niemand, der ihn da unterstützt. Hoffentlich gibt es Vernunft, die ihn ausbremst. Spätestens Mitte der 80er ist AIDS im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Zum Wendepunkt wird der AIDS-Tod eines Hollywood-Stars. Der amerikanische Schauspieler Rock Hudson ist am Morgen in seinem Haus in Beverly Hills gestorben. Hudsons Tod rüttelt die Bevölkerung wach, gibt der Krankheit ein Gesicht. AIDS wird aus der Schmuddelecke herausgeholt. Die Krankheit kann jeden treffen, macht auch vor Hollywood-Stars nicht Halt. Die Angst vor AIDS ist allgegenwärtig. 1987 wird AIDS zum Wort des Jahres, vorbegriffen wie Ozonloch oder Perestroika. Wie sieht das alles jenseits der Mauer aus, in der DDR? Dort ist AIDS bis Mitte der 80er kaum Thema in der öffentlichen Diskussion. Über 1000 AIDS-Tote sind bei uns zu beklagen, in der DDR dagegen bisher nur 5. Erst 1985 wird in der DDR die erste HIV-Infektion diagnostiziert. Ein Jahr später wird die AIDS-Beraterkommission eingerichtet. Zu ihrem Kopf wird Professor Nils Sönnigsen. An der Ostberliner Charité ist er von 1970 bis 1993 Direktor der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Sönnigsen gilt als der AIDS-Experte in der DDR. Ich grüße Sie hier vor der Hautklinik, meine alte Werkstätte. Gehen Sie mal voraus. Vielen Dank. Offiziell nicht.
inklusive 89 gab es in der DDR 20 AIDS-Fälle, in der Bundesrepublik circa 4.800, ja. Wenn man sich diese Dimension mal vor Augen führt. Warum war das so? Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist die Abgeschottetheit der ehemaligen DDR. Man war ja etwas eingezäunt sozusagen. Und diese, ich habe es damals immer etwas verschleiert gesagt, als verhinderte Mobilität. Das war sozusagen der Hauptgrund. Die Mauer quasi das Kondom der DDR. Nur wenige Schwule in der DDR haben Kontakt zu Westmännern. Sie führen in der DDR ein eher verstecktes Leben. Schwule werden von der Stasi ausspioniert, vom Staat schikaniert, das Thema lieber weggeschwiegen. Es gab Gaststätten, wo man wusste, dort treffen sich bevorzugt Homosexuelle. Aber diese, sagen wir, teilweise extrem ausgeprägte Szene, Stichwort Sauna, die gab es nicht. In der ehemaligen DDR gab es ja nichts, was nicht staatlich verordnet war oder geregelt war. Es gibt also auch deshalb viel weniger Infizierte in der DDR, weil die schwule Szene dort nicht wie im Westen funktionieren kann. So hat der sozialistische Staat Zeit, sich auf die Krankheit vorzubereiten. Doch als HIV 1985 die DDR erreicht, informiert der Staat weder Schwule noch die breite Bevölkerung. Medienberichte erscheinen erst 2 Jahre später. Es wurde versucht, dieses Problem unter der Decke zu halten. Und wieso? Gott, das weiß ich nicht, wissen Sie, es war eben eine Sache, die passte nicht sozusagen in die Gesellschaftsordnung. Und wem passte das nicht in die Gesellschaftsordnung? Der Führung, der ehemaligen Führung der DDR. Und warum? Ja, wissen Sie, über solche Dinge sollte eben nicht geredet werden. Doch Nils Sönnigsen will AIDS zum Thema machen, veröffentlicht eine Broschüre, um die DDR-Bürger aufzuklären. Auch über Safer Sex. Aber das war ein großes Problem, weil die ehemalige DDR nicht einmal in der Lage war, genügend Kondome herzustellen. War das so? Das war so. Das war so. In der wirtschaftlich angeschlagenen DDR sind Kondome Mangelware. Als sichersten Schutz empfiehlt Sönnigsen eine stabile Partnerschaft. Zweimal bitte. Er setzt im Kampf gegen AIDS auf das Seuchengesetz. Dazu gehört die Meldepflicht für Infizierte. Der Arzt, der die Diagnose stellt, leitet die Information an das Gesundheitsamt weiter. Wenn der Test denn nun positiv ist, dann muss der Bürger sich natürlich in seinem Interesse offenbaren. Aber das ist ja bei uns außerordentlich selten der Fall. Die DDR fährt im Kampf gegen AIDS also eine ähnliche Linie wie Bayern. Doch Rita Süssmuth stellt sich gegen Maßnahmen wie die Meldepflicht. Es wird ja immer wieder die Forderung laut, für AIDS-Kranke eine Meldepflicht einzuführen. Werden Sie diese Forderung erfüllen? Nach dem heutigen Erkenntnisstand ist es nicht sinnvoll, dieser Forderung nachzugehen. Erstens würde es kontraproduktiv sein, weil diejenigen, die sich heute freiwillig dem Test unterziehen, nicht mehr kämen, damit auch nicht mehr erführen, ob sie überhaupt andere Menschen gefährden. Und ein zweites, ich müsste die gesamte Nation alle 4 bis 6 Monate Person für Person testen lassen, um zu erfahren, wer sich infiziert hat. Daher hat es keinen Sinn, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht der Bekämpfung der Krankheit dienen. Ein Appell an den mündigen Bürger, würde ich sagen. Das war schon eine ganz großartige menschliche Leistung von ihr. Sie hat das ja auch herausgekehrt, also dass durch solche Maßnahmen eben die Bereitschaft also drastisch gesunken wäre, sich testen zu lassen. Die schwule Gemeinde hat Angst vor den Folgen einer Meldepflicht. Wenn sich Herr Gauweiler durchsetzt, dann werden die alle abgeholt und kommen nach Bayern in irgendein Internierungslager. Wir haben abgeraten, dass gesunde Männer einen HIV-Test gemacht haben. Wir wollten den Leuten ersparen, mit diesem Damoklesschwert zu leben, ohne dass sie sich in irgendeiner Weise dagegen wehren können. In der DDR sieht man das anders, geht sogar einen Schritt weiter. Jeder gemeldete Infizierte wird vom Arzt nach seinen Sexualpartnern befragt. Die werden dann ausfindig gemacht, angeschrieben und, falls nötig, persönlich zum HIV-Test aufgefordert. Muss man da nicht von Zwangstests reden?
88, glaube ich, war das Anfang 88, wissen Sie, wurde ausdrücklich festgelegt, dass der Test nur erfolgt, wenn Zustimmung da ist. Gab es davor Tests? Davor sind auch Leute getestet worden. Das muss man also heute klar zugeben. Da will ich mal Folgendes sagen. Also dann sind das im Grunde davor Zwangstests gewesen? Ja, kann man so bezeichnen. Das kann man heute natürlich als Zwangstestung und so weiter bezeichnen. Aber es war eine völlig andere Denkweise damals. Es ist aber liberalisiert worden. Während die Politik über Zwangsmaßnahmen streitet, gibt es für AIDS-Kranke noch immer keine Behandlung. 1986 zeichnet sich erstmals ein Medikament gegen HIV ab. Das bis dahin erfolglos gegen Krebs eingesetzte AZT. Die Hoffnungen sind groß. Das Erschrecken über die heftigen Nebenwirkungen umso größer. Viel zu hoch wird das Medikament zunächst dosiert. Oft setzt sich das Virus außerdem darüber hinweg, wird resistent. Der erhoffte Durchbruch bleibt aus. Familienangehörige, Partner, Freunde mussten weiter unzählige geliebte Menschen sterben sehen. Haben Sie Freunde verloren durch die Krankheit? Ja. Ja, ich habe Freunde verloren, viele Bekannte. Ich habe die Hälfte meiner Generation unter schwulen Männern in Berlin verloren. Es war wie wenn sich ein Loch aufgetan hätte und einfach die Hälfte aller Menschen, die man so kannte, waren plötzlich weg. Ja, die waren einfach weg. Ian Parrington verliert im Jahr 1987 seinen Lebensgefährten an AIDS. Kannst du sagen, dass dein Freund, dein Partner damals in Würde sterben konnte? Also ich habe das versucht, dass er in Würde stirbt. An dem Abend, als er gestorben ist, da war also, ich weiß nicht, ob das eine Pflegekraft war und so weiter, die hat da irgendwie so diese ganzen letzten Geschichten da zusammengesammelt, in so einem Plastiksack getan mit hochinfektiös, stand da drauf. Und dann hatte er an seinem großen Zeh war ein Schild, Achtung, infektiöse Leiche. Und das muss man sich erstmal reinziehen. Und da habe ich gedacht, so, wo bleibt hier die Menschenwürde? Wo ist das? Der Umgang mit AIDS-Kranken erreicht immer neue Tiefpunkte. Zu den Vorschlägen eines Vereins zur AIDS-Verhütung gehört neben einem AIDS-Ausweis die Tätowierung HIV-Positiver im Genitalbereich. Horst Seehofer, damals aufstrebender CSU-Abgeordneter, will AIDS-Kranke in speziellen Heimen sammeln, gar konzentrieren. Eine Idee aus Schweden. Auf eine Insel vor Stockholm sollen AIDS-Kranke abgeschoben werden. Ja, also da kam für mich so das Dritte Reich eigentlich wieder durch, ne? Dass man da irgendwo in Konzentrationslagern landen würde und völlig isoliert auf irgendwelchen Inseln leben würde. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, was Politiker damals offen fordern. Wir müssen endlich wieder den Schutz der vielen in der Bevölkerung als zentrales Ziel im Auge sehen und nicht uns nur darum bewegen, wer am Rand noch besser verstanden werden kann. Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden. Zehetmeyers Parteifreund Peter Gauweiler blickt damals Richtung DDR. Die Maßnahmen dort im Kampf gegen AIDS hält er für ausgesprochen effizient. Ende der 80er reist er nach Ost-Berlin und trifft in der Charité auch Nils Sönnigsen. Mitten im Kalten Krieg schwindet vor dem Hintergrund der AIDS-Krise das Bedürfnis, sich unter allen Umständen vom Systemgegner abzugrenzen. Wie haben Sie Gauweilers Politik damals gesehen? Das ist sehr etwas überzogen gewesen, das muss man sagen, aber im Prinzip war es richtig. Dass Infizierte erfasst werden und dass sozusagen Infektionsketten unterbrochen werden. Gauweiler hat die AIDS-Politik der DDR gelobt damals. Das ist richtig und es hängt sicher damit zusammen, dass wir bei der Anwendung der Grundzüge einer solchen Bekämpfung konsequent gewesen sind. Bei ihren Aktivitäten setzen die Entscheider in der DDR nicht auf Selbsthilfegruppen. In der Bundesrepublik war das anders. Die AIDS-Hilfen werden zur wichtigen Stütze der AIDS-Politik. Das ist
Als Sterbehelfer begleitet Dietmar Schranz damals ehrenamtlich AIDS-Kranke in den Tod. Keine Hoffnung mehr besteht, dass er nochmal aus dem Krankenhaus rauskommt. Da kann man dann nichts machen, da sitzt man daneben und kann ihn in den Arm nehmen, kann die Hand halten. Aber man muss zugucken, wie er dann alleine seinen Weg weitergeht und man zurückbleibt. Ich bin damit umgegangen, indem ich mir Schuldgefühle gemacht habe. Dann so ein schlechtes Gewissen entwickelt habe, dass ich nicht mitgestorben bin. Ja, das beschwört eine Zeit herauf, die einfach schrecklich war. Wo haben Sie eigentlich die Stärke hergehabt? Stark habe ich mich damals nicht erlebt. In den AIDS-Hilfen sind viele Menschen über sich hinausgewachsen. Kaum vorstellbar, wie die Krankheit in Deutschland ohne dieses Engagement verlaufen wäre. Für ihre Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe und ihr offenes Ohr für die schwule Gemeinde wird Lovely Rita bis heute von Betroffenen und Helfern verehrt. Kindchen, fahr! 2016 bekommt sie von der Deutschen AIDS-Hilfe eine Ehrenauszeichnung. AIDS-Kranke mussten sich verbergen, verstecken. Und das Verstecken ist eine ganz ungute Entwicklung für menschliche Zivilisation. Ich wünsche, dass das nicht wiederkehrt. Ich danke Ihnen. Selbst junge HIV-Aktivisten sind bis heute für Süssmuths damalige AIDS-Politik dankbar. Ich kann hier heute Abend stehen als schwuler Mann, als HIV-positiver Mann. Ich werde nicht tätowiert, ich werde nicht ausgegrenzt, meistens nicht. Ich werde nicht in Lager gesteckt oder irgendwie total an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Dafür haben Sie gekämpft und dafür bin ich Ihnen unfassbar dankbar. Dem Enthusiasmus über Süssmuths AIDS-Politik will sich Nils Sönnigsen nicht anschließen. Von heute betrachtet, wer ist letztendlich weitergekommen? Wer hat aufs richtige Pferd gesetzt? Herr Ulrich, wir waren richtig, wissen Sie, weil wir nicht entweder oder gesagt haben, sondern gesagt, wir müssen Prävention machen, wir müssen Aufklärung machen, aber gleichzeitig müssen wir die Epidemie erfassen. Das kriegen wir nur durch den Test. Also das sage ich jetzt mal außerhalb des Protokolls, wissen Sie. Sie trägt da ein bisschen mit die Verantwortung, dass diese exakte Seuchenbekämpfung so verzögert, sozusagen in der ehemaligen Bundesrepublik. Bitte sagen Sie das nicht außerhalb des Protokolls. Das muss man so sagen. Wissen Sie, ich war damals Gesundheitsministerin. Und wissen Sie, sich an die Ecke zu stellen und mit einem Kondom zu winken, ist zu wenig. Wenn die Aussage der DDR-Angehörigen ist, wir haben dafür gesorgt, dass die Zwangsmaßnahmen das Erfolgskonzept waren. Da muss die DDR eine einsame Ausnahme gewesen sein, denn das hat in anderen Ländern nicht zum Erfolg geführt. Süssmuths Appell zur Aufklärung und Prävention wirkt. In der Bundesrepublik sank die Zahl der HIV-Neuinfektionen in der zweiten Hälfte der 80er von Jahr zu Jahr. Die einst vom Spiegel prognostizierte Pest blieb aus. Ich bin mit Björn Beck verabredet, der Rita Süssmuth auf dem Empfang der Deutschen AIDS-Hilfe persönlich gedankt hat. Er ist bei der Deutschen und Hessischen AIDS-Hilfe aktiv und seit 2010 HIV-positiv, weil einmal ein Kondom gerissen ist. Was ist in dem Moment in dir vorgegangen, als du diese Diagnose bekommen hast? Das hat sich angefühlt wie eine Zeitreise. Also wenn man 2010 wusste ich Bescheid, wie das ist mit den Medikamenten und dass ich weder krank werde noch sterben muss. Aber ich habe mich in diesem Moment echt in die 80er zurückgeworfen gefühlt. Und dann waren diese ganzen Bilder wieder da von Menschen, die ausgemergelt in Krankenbettern liegen und darauf warten zu sterben. Die Angst vor AIDS sitzt tief im kollektiven Gedächtnis. Dabei ist der medizinische Durchbruch zum Zeitpunkt von Björn Becks Diagnose längst passiert. Seit 1996 ist die Kombinationstherapie auf dem Markt. Der Wendepunkt. Die Therapie rettet Hunderttausenden das Leben, dämmt die Zahl der Viren im Körper so stark ein, dass AIDS nicht ausbricht. Ich nehme eine Pille am Tag, die ich abends beim Essen nehme. Ja.
und null Nebenwirkungen. Ich kenne aber auch welche, die über trockene Haut klagen oder mal über Durchfall oder sowas. Aber das sind relativ wenige wirklich. Für HIV-Patienten ist HIV heute zu einer chronischen Krankheit geworden. Noch immer nicht heilbar, aber in Schach gehalten. Die Therapie ist inzwischen so gut, dass HIV-Positive so wenige Viren im Blut haben, dass sie für andere nicht ansteckend sind. Das heißt, man kann theoretisch Sex mit dir ohne Kondom haben, ohne sich anzustecken. Das kann man sogar ganz praktisch. Dafür muss man allerdings das Medikament regelmäßig einnehmen. Und ein halbes Jahr lang dürfen keine Viren mehr im Blut nachweisbar sein. Schutz durch Therapie, medizinisch ein großer Schritt, der uns alle jedoch nicht von Verantwortung befreit. Auch wenn eine HIV-Infektion heute meistens nicht die Konsequenzen hat wie in den 80ern. Also ich spüre von der Infektion gar nichts. Das, was ich mitkriege, ist, wie Leute auf mich reagieren. Was meinst du damit? Naja, wenn ich jemandem erzähle, dass ich HIV-positiv bin, dann kommen ganz unterschiedliche Reaktionen. Du bist auf einmal nicht mehr, ich sag jetzt mal, im Verteiler. Dass man auf einmal nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen wird oder ja, diese klassische Situation, war das jetzt dein Glas oder meins? Das ist immer noch so. Das passiert immer noch. Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln. Aber wenn man dann drüber nachdenkt und vielleicht dann später wieder zu Hause ist, dann tut einem das schon weh. Medikamente ermöglichen den meisten HIV-Positiven heute ein fast normales Leben. Und trotzdem sterben jedes Jahr Menschen in Deutschland an den Folgen von AIDS. Immer noch stecken sich Menschen in Deutschland an, zuletzt vermehrt Heterosexuelle, trotz aller Aufklärung. Und wer erkrankt, lebt immer noch mit einem Stigma. Im Umgang mit HIV-Positiven hegen viele weiter Vorbehalte. Infizierte halten ihre Infektion deshalb oft geheim. Im Buddy-Projekt Sprungbrett ist Ian Parrington für Menschen da, die gerade von ihrer Infektion erfahren haben. Er will HIV-Positiven Mut machen. Also das Wichtigste ist zu zeigen, dass ich so und so lange schon mit diesem Virus lebe. Und guck mich an, was siehst du da? Ja, einen strahlenden, genau. Sehr ja. Fröhlichen alten Mann. Das Alte nehme ich hier mit zurück. Jungen Mann. Nee, ich stehe zu meinem Alter. Anfang 2016 konnten Forscher zum ersten Mal HIV-Viren in lebenden menschlichen Zellen vernichten. Ein Hoffnungsschimmer, nachdem in Deutschland rund 28.000 Menschen an AIDS gestorben sind. HIV greift den Menschen dort an, wo er am verletzlichsten ist. Vielleicht ist das Entsetzen über AIDS deshalb bis heute so groß. Die Krankheit hat verändert, wie wir über Sex reden. Vor allem zu Anfang hat sie unsere Gesellschaft herausgefordert. Was bedeutete AIDS für das Deutschland der 80er Jahre? Es war eine Zeit, wo plötzlich eine Krankheit da war, die uns umbringt und mit der wir nicht fertig werden können. Eine ganz große Herausforderung, ob Vernunft über Panik siegen kann, ob Toleranz über Ausgrenzung siegen kann. Und ich finde, da hat sich Deutschland bewährt. Wie hat HIV Ihr Leben geprägt? Es hat mein Leben sehr positiv geprägt, im Verstehen von Anderssein. Es war ein Schlüsselerlebnis in meiner politischen Arbeit. HIV und AIDS spielte bei jedem Sexualkontakt eine Rolle und jetzt nicht mehr. Klingt vielleicht absurd, aber ich habe keine Angst mehr. Das hat mir eigentlich Kraft gegeben. Und um das Überleben zu kämpfen.